Beide zwei Aktionen. Moment, du hast deine Erschwernis jetzt gerade abgebaut, richtig? Nein, habe ich noch nicht. Und du hast deine auch noch nicht abgebaut. Ich mach jetzt eine Attacke. Attacke, und zwar. Kannst du nicht. Also, du willst vorziehen. Warum Meine kann ich nicht Ini ist vorziehen? höher, aber ja, du Ich darfst kann attackieren. umwandeln. Natürlich kann ich umwandeln. Ja, kannst du, aber meine Ini ist höher. Aber es ist Du okay. kannst, Schau mir deswegen, du deine kannst. Attacke an. Genau, das biete ich dir jetzt halt an. Wenn du Gut. sonst halt. So, also ich habe eine 8, halbiert sind 4, dann treffe ich auf die 20, dann mache ich eine Finte 4. Geschafft. Das heißt, ich würfle meine Parade bzw. mein Ausweichen erschwert um 4. Ausweichen machst du wieder? Okay. Nach dem Ausweichen musst du dich wieder Aktion positionieren. Nein, das war ein gezieltes Ausweichen. Ich habe eine Aktion dafür verwendet. Okay. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Aktion übrig. Er auch. Und er auch. Ich habe keinen. Ich habe nichts mehr zum Abbauen. Okay. Dann wird er jetzt wieder gefintet. Ja. Yay. Wie viel? 8. Finte 8. Finte 8. 23 minus 8 sind 15. Ich mache eine normale Parade. Nicht geschafft. Fünf, 12, minus 9 SP. Es geht weiter. Nächste Kampfrunde. Rodrigo de Lazar. Er ist als erstes dran. Er möchte sich gerne orientieren. Kann er am Boden Erledigt. nicht. Kann er am Boden nicht, dann möchte er Mäßig. aufstehen. Gewandtheitsprobe, um in einer Aktion aufzustehen. Erschwert um Behinderung. Ja, schafft er. Ja, okay. Er steht auf. Nächste Aktion, Orientierung. Ja, ich greife dazwischen und reiße ihn um. Obwohl, das ist bescheuert, das macht keinen Spaß. Ich möchte selber auch aufstehen. Gut. Also eigentlich solltet ihr jetzt einfach in den unbewaffneten Nahkampf übergehen, wenn ihr eh beide am Boden seid. Dabei. Ja, ich würfel auch, um aufzustehen. Ich hab's nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft? Wenn ich um meine BE-Erschwernis habe, dann habe ich das nicht geschafft, nein. Gut, dann geht er wieder nach oben nach der Orientierungsprobe. Genau, ich stehe in zwei Aktionen auf und bin halt nicht orientiert und er hat jetzt Genau, wieder du mehr bist nicht 80. orientiert und fertig. Ich habe noch eine Aktion und würde ganz gerne in dieser einen Aktion einen Wuchtschlag machen. Ich hab auch noch eine Aktion. Hast du noch eine? Ja, ich Du stehe halt nur müsstest. jetzt. Ja, ich stehe in zwei Aktionen auf, habe aber drei. Du bist Ach, du aufgestanden hast in dich nicht einer Aktion. orientiert. Genau, Ja. und du hast dich orientiert. Kannst ihn direkt wieder umreißen. Könnte ich. Ja, dann mache ich. Dann, das stimmt. Umreißen. Das ist das, was du eben auch bei mir versucht hast. Nee, ich hab's Eins. nicht gemacht, weil es halt genau darin endet, dass wir uns nur umreißen. 14. Das ist sogar doppelter Schaden, ne? Ja, ist ja egal beim Umreißen. Ja. Ja, doppelte Erschwernis. Für doppelten Schaden. Ja, plus Warte. 9, das mal 2 sind Plus. unendlich. Ja, ist es eh die GE auf die 1? Ja, ich bin wieder Also Bogen. fällt dahin. Warte, ich Und verliere 2 bis 6. du verlierst 2 bis wieder 6. Wenn du das nämlich Initiative. noch ein, zweimal machst, ist er irgendwann bei INI 0, dann hast du ihn. Nächste Kampfrunde ist noch gar nicht. Du verlierst weiter, du Kartengattist. Würde ganz gerne Jalen in den Rücken reingreifen. Die sei Das ist gestattet. die letzte Aktion, die er hat. Ja. Die gebe ich ihm. Die darfst du haben. Wuchtschlag 5. Oh. Ja. Wuchtschlag 5, erschwert um 6. Ja, geschafft, okay. Okay, ja, Schlag das 5 kann sind man machen. 18. 18 in den Du hast dich zu Schwertarm. Kidma Kabul gedreht, du kannst auch nicht parieren. Ja, 18 in den Schwertarm, da kommen also 8 durch. Das kann man sich von sich sehen lassen. Mann, ey. Ich bin auf halbem LP, fast. Ja, Diamant ist tot. Nimm dir ein Beispiel. Hey, ich erinnere dich gerne an gewisse Vorkommnisse, über Okay, die wir hier nicht reden. ich nehme die 16 runter, der du gerade gedisst fällt in Ohnmacht. Dann bin ich wohl dran, dass ich jetzt vor den Kidma Kabul ziehe. Ja. Ich lasse als freie Aktion meine Waffe fallen. Dann ziehe ich meinen Nachtwind und dann watsche ich ihn zweimal. Ja, gar Fex, kein. Oder ist der entweiht, weil der Vogel ihn hatte? nein, Wahrscheinlich nein. nicht. Er ist Okay. ja nicht in die Schale gefallen. Ich wollte jetzt sagen, wäre vielleicht entweiht gewesen, wenn die Schale gefallen wäre.
Ich greife ihn zweimal an, komm. Wurfschlag 4, Wurfschlag 0. Also die erste Wurfschlag 4. Dupdiwupp und dann 0, weil ich die 4er Umwandlungserschwernis nehme. Okay. Der zerplatzt in schwarze Silbermünzen. Ich nicht glaub, aufheben werde. Schaden kannst du mal gerne würfeln, aber mal 2. Der war sowieso schon angekratzt. Ja. Drunter gezogen. Ja, 19 mal 2, den zweiten muss ich. Warte, habe ich denn die zweite Aktion noch? Platz nach der 19? Also nach der 19 mal 2? Der Dukan, das ziehe ich auch gerade einfach mal weg. Okay, dann. Weil dann stürze ich mit meiner nächsten Aktion natürlich zu Zudamin und schneide sie los. Ich bin ein gutes Gruppenmitglied. Sie weint. Zudamin weint bitterlich. Darf ich jetzt die Menschenkenntnis würfeln? Ja. Okay. Margus Abelmir. Ich greife einfach mal. Wir sind um die gleiche Inni, oder? Ich habe die höhere Basis-Inni, also würde ich vorziehen. Vermutlich habe ich die höhere Basis-Inni. Ich wollte 15. Das sind Dämonen. Die haben 16. Okay, dann sind die vor mir dran. Ja, ich mache einmal eine Aktion Angriff bis. Ja, gegen den Gardianum ist das trotzdem gelungen. Der ist einfach 3 Meter groß, warum sollen sie da nicht treffen? Ja, klar. Sind erstmal ein W6, damit platzt so oder so das Schild. Mhm. Und dann kommt der nächste mit einem Sturmangriff. Das sind 7 Schritte Entfernung, oder? Ein Sturmangriff. 4 Schritte Entfernung. Sind nur 3 Schritte. Könnten halt einen Schritt zurück machen. Egal, ich beiß einfach nur zu. Okay. Bei mir hast du das auch gemacht. Ich weiß. Ist trotzdem nicht geklappt. Aber sie stehen an dir dran. Dann bin ich jetzt dran, oder? Wenn es nicht klappt, darf er mir einen Passierschlag mitgeben. Nee, weil kein Sturmangriff. Kein Sturmangriff. Ach so, stimmt. Weil, ja. Dann bin ich jetzt dran. Dann würde ich einen verkürzten Gradianum, eine Aktion, Schild gegen Dämonen, persönlicher Schild wirken. Ja, plus 3 für. Schild, das ist clever. Plus 3 für die Verkürzung und plus 3 für Dämonen und plus 3 für persönlicher Schild sind 6 plus 11. Gut, dann ziehe ich dich und die geht Makabudim runter, wenn er klappt. Weil den Kampf würfel ich nicht aus. Gelungen. Ist gelungen. Ja, den Kampf würfel ich nicht aus. Jalan befreit Zulamin. Meine Menschenkenntnis ist gelungen. Mit maximal 8 plus Erleichterung, weil wir uns Zulamin gut kennen. Ich zieh dich aus dem Kampf raus. Recht. Mach es die Inni fertig, denn hier wird nicht mehr gekämpft. Boltax, du kannst erkennen, wie gesagt, die Basaltfäuste gucken zu. Sie sind offiziell tot. Okay. Inoffiziell stehen sie da und schauen mit verschränkten Armen zu, wie Rodrigo gegen Grafim guckt. Ja, viel inoffizieller schieben sie sich hinter ihrem Rücken mehrere Silberstücke zu, weil sie Wetten abschließen. Dann gehe ich natürlich mal zu denen, weil Zulamin hat ja alles im Griff. Ja. Da muss ich mich ja nicht einmischen in den Kampf. Dann unterstütze ich natürlich den König. Ja, du siehst, wie einer der Basaltfäuste die Hand ausstreckt, nicht eingreifen. Er kann nichts sagen. Bist du immer noch im Silenzium? Natürlich, eine halbe Stunde gilt ja. Ja, die Gebärdesprache ist aber perfekt, du verstehst ihn. Okay, ich nicke und deute an, dass ich um die herum gehe. Nein, er hält dich auf. Also er hält ganz klar seine Hand. Ich symbolisiere ihn, bist du nicht tot? Fragezeichen. Ich mach dich gleich tot. Ich überlege jetzt, was ich mache. Ja, ist okay. Wir können uns einfach mal angucken, was bei Rondo... Weißt du, was ich mache? Schon durch. Ja, ich weiß, was ich mache. Okay. Ich werde nicht eingreifen, das symbolisiere ich ihm auch, aber ich symbolisiere ihm, dass ich mir das gerne anschauen würde und würde dann gerne ein Odem auf die Rüstung von Rodrigo de Lazar wirken. Das kannst du gerne tun, ja. Weil das interessiert mich. Ja. Also du kennst aus deiner Zeit aus Belhanka kennst du auch Triopten. Die sind hier in Belhanka bekannt. Ja. Also eine Maske mit, also normalerweise sind es Masken mit einem dritten Auge auf der Stirn. Und du bist ja nicht ganz sicher, ob Abel mir vor kurzem erst was mit drei Augen erzählt hat, im Halbschlaf oder so. Nee, er hat das direkt bei mir angesprochen. Ja, genau. Also irgendwas war da. Ich lasse mir für den Odem natürlich Zeit und schaue mir das Ganze dann explizit mal an. Also nur die Rüstung. Würfel mal eine Mutprobe plus 5. Ist das ein Geodenzauber? Was? Ja. Das okay. ist ein Geodenzauber. Ansonsten hätte ich jetzt auf die notwendige Formel hingewiesen. Ja, klar. Mut plus 5. Wieso? Ich möchte ihn doch nicht angreifen. Trotzdem, es ist eine dunkle Aura des Schreckens, die ihn umgibt. Okay, alles klar. Dann mal ein Mut plus 5. Warum war 50-50 Chance?
Ja, also du könntest so oder so nicht eingreifen. Du bist gebannt, genau. Auch ohne den. Der Odem ist noch das Letzte, was du irgendwie in deinem Wahnsinn von dir brabbeln kannst. Und als du dann die magische Matrix der myranischen Rüstung erkennst, zerbricht irgendwas in dir. Okay, dann. Ich kann den auch shippen. Also, ja, wir können es auch so liegen lassen. Nö, komm, ich brauche meinen Chip heute wahrscheinlich eh nicht mehr. Also ja, dann hau rein. Ja, ich will diesen Mutwert schaffen. Ich finde das nice. Gucken wir mal, also besser als ein Patzer ist es. Wieder. In jedem Fall. Nein, leider nicht. Nicht gelungen, aber es ist zumindest nicht gepatzt. Ja. Zulamin gegen Lugard Geseda. Was tut er? Eine Aktion Attacke, zweimal Parade. Gut, dann mach die Attacke. Ich mache eine Attacke zum Entwaffnen. Das geht nämlich auch. 19, nicht geschafft. Oh. Beziehungsweise doch, es ist geschafft. Ich habe keine Finte angesagt, bin ich glücklich. Ich bin ein Idiot, aber ich bin glücklich. Ich habe keine Finte angesagt. dann ist es eine Attacke zum Entwaffnen. Entwaffnen, kann man das gegenhalten? Natürlich. Dann werde ich das gegenhalten. Ich habe das noch nie gemacht, also habt ein bisschen Nachsicht, aber meine Ini ist höher. Das ist einfach gut. Einfach eine Attacke plus 4 und dann sehen wir weiter. Okay. Und wenn du nicht eine 20 würfelst, sollte das vermutlich durchgehen. warte, okay, dann. Vergleichen wir jetzt sein Entwaffnen ist erschwert um 4, nicht wahr? Seine Entwaffnung ist plus 4, genau. Gut, dann hat er eine Qualität von 1. Du hast auch eine Qualität von 1, aber du hast 1, 2, 3, 4 mehr Inni als er, deswegen gewinnst du. Das heißt, du darfst jetzt vollen Schaden an ihm machen und er halben an dir sein Manöver verfällt. Oh. Ich weiß nicht, ob er jetzt trotzdem den halben Schaden an dir machen darf. Dann mache ich den halben Schaden. Ich bin nicht sicher, sie läuft ja in das Schwert dann rein. Irgendwie schon. Ja, dann verfällt das Manöver, aber ich hab's halt geschafft. Für die Zukunft möchte ich angesagt haben, du musst den Gegenhalten ansagen, bevor er würfelt. Das ist richtig, aber das lasse ich zu an dieser Stelle. Ja, sie macht das ja nicht so oft. Gut, dann machst du 11, minus 3 sind 8. Und du bekommst 12 halbe sind 6. Mhm. In den Schilder. Oh. Okay. Ich will mal kurz eine Trefferzone für Zulamin. Ja, also ich dachte 1 wäre der Kopf. Nein, okay. Nee, 20. Okay, das war meine Attacke. Du bist dran. Okay, Entschuldigung, ich brauche einen Moment. Das Trefferziel, die Trefferzone für mich war linkes Bein, ja? Für dich ist der Schildarm. Schildarm, okay. Das heißt, das ist die Armschiene, das ist 3, das heißt, es gehen 3 durch. Ja. Gut, sonst verliere ich das aus dem Blick. Okay, das waren 2 Aktionen von ihm. Nee, das war eine Aktion von ihm und eine Aktion von dir. Aber er hat doch davor schon einen Angriff nicht geschafft, oder wie? Nee, ja. Er hat 19. Er hat es gerade so geschafft. Nee, nach Boltax kam einmal... Luca Kisseta, 19. Er hat es geschafft. Das ist die 19, das ist ein geschaffter Angriff. Genau, weil ich keine Fütter angesagt habe. Ach so, okay, alles klar. Das heißt, wir sind immer noch bei unserer beider ersten Aktion. Jeder hat 2 noch. Gut, dann werde ich jetzt wohl mal angreifen müssen. Ich habe nicht so viele Manöver, also machen wir wieder die Finte. Mhm. Finte 8, da mache ich keinen Waffen rein, zumindest in dieser hier nicht. Das ist gelungen. Und dann hättest du noch eine zweite Aktion, willst du die angreifen? Ja, dann hat er noch eine Parade. Gut, dann greif nochmal an. Finte 4 oder was war das? Ja, Finte 4. Dann mache ich da das Entwaffnen rein. Mhm. Und das ist gelungen. Körperkraft plus 10. Okay. Ach, das ist schwierig gerade. Ich will nicht verlieren. Möchte jemand wetten? Im Hintergrund? Terra? Für Schicksalspunkt oder was? Schicksalspunkt der nächsten Runde. Den Schicksalspunkt nächste Sitzung wäre ich dabei. Ah. Ich habe aber Luca angesehen. Bist du dumm. Damit hast du ein Schwert weniger. Halt dagegen. Okay. Deal. Ein Schwert weniger. Nächste Kampfrunde. Rafim.
Will ihn umreißen. Ja. Aber er kann natürlich vorziehen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das wird halt die ganze Zeit so weitergehen. Deswegen wollte ich das nicht machen. Wuchschlag, Finte 5. Also ich würde jetzt ins Ringen gehen. Ins Ringen? Nein, das ist unwürdig. Wuchschlag, Finte 5. Also beides 5. Ja, dann hast du nur 7 Erschwernis, weil du drei Erleichterungen hast, weil ich auf dem Boot liege. Das ist gelungen. Okay. Ich pariere, warte. Ja, er macht, darf Schaden machen. Ja, sind 5 Schaden mehr. 2W6 plus 9 plus 5. Plus 5 sind 12 plus 9 sind 21. Rechte Bein. Er kommuniziert dir auf Rabensprache, du bist tot. Freunde, das sind 14 Damage. Eine Wunde. Ne, warte, lass mich nicht lügen. Ich habe 11, sind eine Wunde, oder nicht? Was möchtest du tun? Lass mal gucken, ob ich meine Selbstbeherrschung schaffe, bevor ich überhaupt irgendwas tue. Ja, ich bin tot. Selbstbeherrschung? Du siehst, nein, wie sich... ich bin unabhängig von meiner Selbstbeherrschung, bin ich tot, weil er sagt, ich bin tot. Ja, du siehst, wie sich das Auge in seiner Maske öffnet. Eben war es noch geschlossen. Und dir starrt die blanke Panik ins Gesicht. Du kannst durch seinen Helm nach Myranor blicken, weite Strände, Kreaturen, Schlachten, der ewige Schlachtzug. Und du weißt nicht genau, was da abläuft, aber dich trifft ein Horiphobos. Sehe ich diese Wirkung durch mein Modem, dass Rafim gerade Horiphobos bekommen hat? Okay. Joris, ist deine MR? Dem Fakt geschuldet, dass ich mein also Level 2 nicht anhabe. 13. Ja, die MR von 21 könnte durchdrungen werden. Ja, die habe ich natürlich nicht. Oh, da wird er selbst mich hinkriegen. Ja, und ich muss gerade mal die Wirkung eines Horiphobos nachschlagen. 21 minus 13, hattest du gesagt? Korrekt. 21 minus 13 sind 8. Das Opfer sieht in dem Zaubernden einen furchterregenden, zu allem erschlossenen, übermächtigen Feind. Stark demoralisiert wird es sich nach Naturall und örtlichen Begebenheiten entweder angsterfüllt aus der Ecke zusammengehauen oder zumindest so weit fliehen, dass er aus der Sichtweite des Zaubernden ist. Du musst eine Mutprobe ablegen, die um ZFP Stern erschwert ist, also um 8. Aber ich glaube, wir können tatsächlich an dieser Stelle auch den Kampf abbrechen. Ich lasse den Silentium auch fallen. Gebe meine beiden Hände so ein bisschen hoch. Ich glaube, der König ist gefallen. Lang lebe der König. Und dann mache ich ein Flimflam, um das Ganze, die ganze Szenerie einmal schön zu illustrieren. Ja. Und zwar in den Farben der Basaltfaust, also andere Farbe, pulsierendes Licht und variable Helligkeit. Und ich lasse mir dazu natürlich Zeit, also es ist insgesamt nur eine 4er Erschwernis. Aber mir kannst du dich schnell nach Gareth transversalisieren und Eldern herbeiholen? Und Slimflammen. Sehr schön. Ja, ich. Habe ich auch keine ASP mehr. Ja, hier würde aufstehen und an der Stelle, also so weit wie ich gekommen bin, eine Markierung in den Boden schlagen mit meinem Schwert. Ja, dir wird auch die Hand gereicht, damit er dir hochhilft. Weiter als ich dachte. Lucan gegen Sulamin. Du hast noch 2 Aktionen. Und ich habe 3. Ich weiß nicht, ich bekomme das mit, was Boltax da tut, oder? Ja, du bist gerade. Also, ja, sicherlich, den Flimpfen haben wir irgendwann, aber du weißt nicht, was da passiert. Also, das ist richtig hell und pulsiert und. Also, wenn ich es nicht mitkriege, dann setze ich meinen Plan um, sonst hätte ich den Kampf beendet. Ich glaube, du siehst höchstens Licht. Weil da vorne stehen auch die 3 Typen, die ja auch in Sicht verbergen. Gut. Dann Ausfall. Mit einem Schwert? Ja. Ja, dann die 3. Aktion darfst du im Ausfall, also darfst du im, ja, im so, Ausfall nicht benutzen. Ich krieg sowieso keine 3. Aktion im Ausfall, also ist das nicht so tragisch. Gut. Im Ausfall sind Finten bis zu +4 möglich, also 4er Finte. Mhm.
Oh, Wuchschläge und Finte. Du richtig tot machen. Also du dürftest tatsächlich Wuchschlag 4 und Finte 4 reinlegen. Ja, aber was für einen Wert hat ein Wuchschlag gegen den? Stimmt, ich wollte es nur gesagt haben. Nicht, dass hier jemand denkt, man darf nur 4 in Auswahl tun. Genau, wir haben einen Bildungsauftrag. Machen wir die Nachricht für die Zuschauer zu Hause an den Geräten. Bitte machen Sie dies nicht nach. Genau, so, Mutprobe plus 4, um stehen zu bleiben. Zum Beispiel? 16 hat er. Dann ist das ein Treffer. Aber gerade so. Also er hat Mut 16. Kann er das parieren? Er hat noch 2. Nein, nicht wenn er stehen bleibt. Achso. Ansonsten wäre es ja sinnlos. Ja, gut, dann. Ja, dann richtet zu Laminias Schaden an. Achso, ja, aber sie ist in Initiative auch stärker, ne? Ja, sonst hätte ich den Ausfall gar nicht einleiten können. Ja, okay, stimmt. Hast recht. Haben wir eben auch gemacht. 10. Er blutet auch stark tatsächlich. Aber bleibt stehen und du schneidest ihm dann wahrscheinlich irgendwie die Schulter oder sowas rein. Schauen wir mal nach, Trefferzone. Schwertarm. Gleitest an seinem Schwertarm ab, bleibt so an irgendwelchen Schuppen oder sowas hängen, die von seiner Lederschuppenrüstung abperlen. Und dann hat er noch 2 Aktionen, meine ich. Mhm. Du hast nur noch das freie Ausweichen, ne? Ich habe noch eine Aktion. Ausfall ist nach der ersten Aktion geändert. Den Ausfall. Was passiert, wenn der Ausfall, wenn er was stehen geblieben wurde, ist dann... Einfach stehen bleiben beendet ihn normal, also nicht mit der üblichen Erschwernis für den Kämpfer. Verlierst du eine Moment, genau. Und er kriegt einen Passierschlag. Nein, nur wenn der nach den ersten 4 genannten Fällen, das ist entweder, wenn du eine Arti verkackst, wenn er gezielt raus ausweicht, wenn er eine glückliche Parade schafft, also eine 1, oder wenn du deine höchsten Attacken aufgebraucht hast. Das einfach stehen bleiben ist unten die letzte Möglichkeit, die ich glaube achte und fällt damit aber nicht dann, in diesen dann Bereich. Das macht Sinn. Dann kann ich parieren, da steht doch, seine Parade ist trotz der Mutprobe um 4 Punkte erschwert. Ich kann parieren. Nein, das ist, wenn du parierst. Nein, ich kann mit deiner Mutprobe stehen bleiben. Parade ist... Der Verteidiger kann einfach stehen bleiben. Mutprobe plus 4, das hat er geschafft. Dann kann ich noch parieren. Oh, das ist mir neu. So, ist um 4 erschwert, also machst du keine 10 Schadenspunkte. Dann mach ich die wieder ein. So um 8 erschwert war gefindet. Ja, aber das ist trotzdem noch dran. Ja, gut. Gut. Dann habe ich noch eine Aktion. Und ich mache wieder einen Angriff zum Entwaffnen. Du kannst... Ganz normal parieren. Ganz normal parieren. Ganz normal parieren. Ich kann auch nochmal gegenhalten, oder? Kannst auch nochmal gegenhalten. Wenn das gegen Entwaffnen geht, dann. Gegenhalten geht gegen jegliche Art von Angriffsaktion. Okay, gegenhalten. Ja, dann mache ich nur das Entwaffnen. Muss ich keine Finte reinlegen. Ah, ich wollte gerade noch sagen, jetzt krittet er dich weg. Okay, du kannst das schaffen, aber du musst eine 5 oder so würfeln. Das können wir aber mal durchrechnen dann. Ja, würfel erstmal. Wenn jetzt irgendwie die 17 kommt, ist es sowieso egal. Okay, das ist die Attacke plus 4, ja? Und dann schauen wir wegen der Ini. Also er hat eine Quali von 23. Und unsere Ini-Differenz ist nur noch 4. Du hast richtig 10, 14, dir fehlen 9. Also ja, wenn du das jetzt nicht irgendwie... Ich zieh 4 Punkte für meinen Entwaffnen ab und du ziehst 4 Punkte für... Okay, dann fehlen dir nicht mehr 9, sondern nur noch 5. Wenn du noch ein Chip hast, wäre jetzt der Moment. 13. Okay. Ja, 13 Punkte Unterschied. Was? Sie hat 13. Du hast eine Quali von nicht 23, sondern 19. Ich zieh 4 ab, sie zieht 4 ab. Wie viel hat sie ja schon abgezogen? Ach so, die hat sie... Ja, okay. Sie ist richtig abgezogen. Aber halbiert ist es trotzdem noch. Es ist keine Parade. Ja. Ach. Ja, ein Angriff. Wow. Also lohnt es sich, das zu shippen, ja? Ja. So, du bist so oder so sonst raus. Also ja, komm, hau rein. Ja, also ich meine, das ist ja auch okay zu verlieren, aber also, wenn dann halt... Vier. Das, denn jetzt wird's interessant. Warte. Jetzt er hat eine Qualität von 19. Du hast eine Qualität von 14. Wie viel Inni hast du mehr als er? 4. 1, 2, 3, 4. Dann gewinnt er. Ja. Um Haaresbreite. Ja. Dann bist du entwaffnet. KK plus 10. Richtig, erstmal darf er noch die KK brauchen. Also, Entschuldigung, das ist ein Crit. Ich würde sogar sagen... Du hast recht. Lassen wir hier mal gerade vor Rechte gehen. Nur KK plus 15. Und damit bin ich zwar schwer verletzt,
Aber ich glaube, das war ein sehr würdiges Verlieren. Das denke ich auch, ja. Oh, die 10 Lebenspunkte, die du mir eben reingeknallt hast, die hätten mir aber auch richtig wehgetan. Hättest du den Wuchtschlag angesagt, aber nein. Sag mir mal, wie viel Schaden ich noch gekriegt habe. Aus dem Entwaffnen gar nichts. Aus dem Entwaffnen nichts, du hast einfach keine Waffen mehr. Ach so, alles und damit, klar. Und damit ist der Kampf jetzt einfach zu Ende. Also er legt dann seine beiden Schwerter an deinen Hals und nickt dir zu. Na, danke, Sera. Es war mir eine Ehre. Signorina, ihr habt gut gekämpft. Das wohl. Ich blute stark. Aber so wie ich hören konnte, sind die anderen Kämpfe beendet. Blutspieler? Ja, Blutspieler. Ja, wenn ich das mitbekomme, würde ich dann auch mal auf die anderen zutreten, also auf Keseda und Sulamin. Oh, Sulamin, das habt ihr ganz fantastisch gemacht. Euer Manöver mit dem Degen, den ihr in den Boden gestochen habt. Sehr exquisit. Signore Boltax, Sie? Ja, genau. Luca, nicht wahr? Sie, bitte sorgt dafür, dass Ramirez aufhört zu tanzen. Ja, selbstverständlich. Ich kann ihn hören. Ja, ich lasse ihn dann mal aufhören zu tanzen. Er bricht zusammen. Ich würde sagen, die Blutspiele sind jetzt beendet, oder? Dann ist aus diesem Duell wohl wer als Sieger hervorgegangen? Er oder Sulamin? Bei den Blutspielen gibt es keinen Sieger. Aber dieser Kampf war durchaus würdig und verlangt nach einer Wiederholung, ne? Darf ich euch einen Heiltrank anbieten, Lucan Quesera? Ihr dürft. Lumin nickt und gibt ihm ihren Heiltrank. Ja, er entkorkt ihn, als ob er nicht blind wäre, stürzt ihn runter. Gracias.